Hallo Karl. Hallo. Karl, diese Geschichte über Donald Trump ist insofern brisant, weil zum einen wurde in einem Privatanwesen eines US-Präsidenten noch nie eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Und vor allem interessiert uns jetzt natürlich jetzt, wo Trump auch immer wieder angekündigt hat, er will ja wieder kandidieren als US-Präsident. Ist es schon ein komischer Zufall, dass jetzt diese Hausdurchsuchung kommt? Oder wie siehst du das und was könnte der Grund dafür sein, dass das FBI diese unangekündigte Hausdurchsuchung hier durchgeführt hat? Ja, was der genaue Hintergrund der Durchsuchung gewesen ist, das ist nicht bekannt, aber es ist naheliegend. Es werden nach Dokumenten gefahndet, die Trump nach seiner Amtszeit im Weißen Haus nicht an das staatliche nationale Archiv übergeben hat, was er tun hätte müssen, sondern in insgesamt 15 Kisten weggebracht hat in sein privates Anwesen in Florida, ein riesiger Komplex mit Golfplatz und allem, was man sich so vorstellen kann an Luxus. Und ich nehme an, dass nach genau diesen Dingen gefahndet wurde. Das ist der eine Vorwurf. Es gibt aber noch einen zweiten Vorwurf, dass Trump schon während seiner Amtszeit als Präsident heikle Unterlagen in der Toilette runtergespült hätte. Konkret geht es um zwei Papiere, die eine New Yorker Journalistin hat das aufgedeckt und die hat auch zwei Fotos. Da sieht man Punkt 1, eine Toilette im Weißen Haus mit einer handschriftlichen Notiz von Trump drinnen und eine zweite Toilette, die von der Air Force One, dem Präsidentenflugzeug, ebenso eine handschriftliche Notiz von Donald Trump. Also wenn sich das bewahrheitet und er, Trump, tatsächlich eben wichtige Dokumente vernichtet und aus dem Weißen Haus weggebracht hat, wissentlich, dann ist das eine strafbare Handlung und er dürfte nicht bei der Präsidentschaftswahl 2024 antreten. Jetzt hat man aber auch gesagt, auf der anderen Seite wird er versuchen, diese Kandidatur so bald wie möglich anzukündigen, weil er dann geschützt wäre von weiteren Ermittlungen. Warum ist das so? Naja, aber es ist nur eine gewisse Zeit hin. Und, oder wann kann er sowas verkünden, sagen wir mal so? Naja, Tatsache ist, dass Trump seit Monaten darauf hinarbeitet. Mhm. Ich bin zum Beispiel auf seiner Verteilerliste für seine E-Mails und täglich verschickt er zwischen 6 und 10 E-Mails, wo er eben ankündigt, wie er Amerika neu machen wird, wie er das, was eben Joe Biden jetzt im Land antut, wieder wegwischen und wieder ändern möchte. Also Trump will antreten, das ist felsenfest klar. Aber was noch nicht fixiert ist, ist Punkt 1, ob die Republikaner ihn überhaupt antreten lassen und in weiterer Folge eben im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol bestimmte Dinge von ihm als aktiven Präsidenten gemacht wurden, die strafrechtlich relevant sind. Und dazu gehören eben das Vernichten von Akten, das Mitnehmen von Unterlagen und Akten aus dem Weißen Haus, die normalerweise an das Staatsarchiv übergeben hätten müssen. Und das ist alles zu klären. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund dieser Hausdurchsuchung, die jetzt stattgefunden hat. Und wir in Österreich wissen ja, was Hausdurchsuchungen politisch manchmal auslösen können. Ja, die stehen ja bei uns auf der Tagesordnung, hat es zumindest den Anschein in Österreich. In den USA oder für Donald Trump ist das nicht so selbstverständlich. Er regt sich jetzt sehr auf darüber und sagt, das ist eine politische Hetze gegen ihn von den radikalen Linken. Auch das kennen wir in Österreich relativ gut, diese Argumentation. Und sofort in die Angriffsposition übergehen und vor allem Donald Trump ist ja bekannt dafür. Also er schießt mit allen ihm zur Verfügung stehenden Rohren jetzt auf die Ermittlungsbehörden. Beklagt er, man möchte ihn mundtot machen, man möchte ihn, wie gesagt, verhindern, dass er wieder antritt und möglicherweise
Wahlen gewinnt, schon in der Nacht, als er in Mar-a-Lago in Florida die FBI-Beamten vorgefahren sind, gab es auf den Straßen Demonstrationen von Trump-Anhängern. Also er peitscht schon wieder alle auf gegen die Justiz, gegen die Ermittlungsbehörden. Und das Ziel all dieser Empörungen von Seiten von Trump ist natürlich klar. Er möchte diese für ihn extrem unangenehme und vor allem auch juristisch hochgefährliche Geschichte abwürgen. Aber wie es schon nach der Wahl gewesen ist, mit reinen Beschimpfungen und Vorwürfen und Aufhetzen seiner eigenen Anhänger werden bestimmte juristische Vorgangsweisen nicht umkehrbar sein. Man muss warten, was die Behörden jetzt gefunden haben. Möglicherweise ist genau in diesen Unterlagen, die jetzt mitgenommen wurden, das drinnen, was mehr oder weniger gesucht wird. Genau, und gesucht wird ja unter anderem ein Beweis davon, dass er gewusst hat, dass diese Anhänger, die sich damals am 6. Jänner 2021 versammelt haben, vor dem Kapitol, dass die bewaffnet waren. Und er soll das eben im Vorhinein gewusst haben, das wird ihm ja vorgeworfen. Und da sucht man ja eben auch Versuche durch Zeugenbefragungen und so weiter, das zu untermauern. Ja, aber nicht nur das. Mhm. Nicht nur das. Aber es ist halt einer der Vorwürfe. Es ist einer der Punkte, ja, weil insgesamt hat er oder soll er 15 Kisten mit Unterlagen mitgenommen haben. Und allein das Vernichten von handschriftlichen Unterlagen, von Korrespondenz aus dem Weißen Haus, das bewusste Vernichten ist eine Handlung, die er nicht setzen darf. Denn alles, was im Weißen Haus geschehen ist, muss nach der Amtsübergabe eben an die Archive weitergeleitet werden. Also es wäre eine strafbare Handlung, selbst diese beiden handschriftlichen Notizen, die es da in den Toiletten gab und die fotografiert wurden, die Fotos davon gibt es ja. Allerdings kann man nicht hundertprozentig genau sagen, ob Trump das jetzt selbst geschrieben hat. Es ist seiner Handschrift sehr ähnlich, schreibt die New York Times. Ob das jetzt allerdings genau seine Handschrift war, das ist nicht bewiesen. Es heißt aber auch, diese Briefe seien mit jenem Filzstift geschrieben worden, den Trump immer verwendet hat. Er hat immer so einen bestimmten Filzstift und da müssen jetzt einen Graphologen ran, die eben sagen können, ja, das war der Trump, der, wie gesagt, eine wichtige Korrespondenz im Klo der Air Force One versenkt hat. Eigentlich kaum vorstellbar, aber wer weiß. Ja. Ja, ja, Mann. Das ist ganz sehr abenteuerlich. Wer hat das dann rausgefischt und dann zur Untersuchung weitergeleitet? Ja, aber wie gesagt, auch da die Fotos haben wir gemacht. Ja, aber auch da haben wir in Österreich sehr gute Vorbilder. Verrat innerhalb der eigenen Reihen ist durchaus gang und gäbe. Warum nicht auch im Hause Donald Trump? Denn es gab durchaus den einen oder die eine oder die andere, die diesen Politstil von Trump im Weißen Haus nicht mitgetragen haben, die vielleicht das eine oder andere Dokument auch selbst mitgenommen haben. Also es sind noch viele offene Fragen. Wir werden sehen, was die Untersuchungen gebracht haben. Vielleicht hat Donald Trump seine Präsidentenkarriere jetzt im Klo runtergespült.